Alfa Romeo hatte bei den Testfahrten im Regen sehr gute Zeiten hingelegt. Man war zwar nicht ganz vorne, kam aber mit den Wetterbedingungen sehr gut zurecht. Wie es im Trockenen ist, weiß man leider nicht. Lieber Herr konnte letzte Saison ein wenig Erfahrung sammeln und nahm das Angebot von Alfa Romeo direkt an, um noch mehr Erfahrung zu sammeln. P223 hat sehr viele Testkilometer und kleine Einsätze letzte Saison gehabt. Natürlich will er diese Saison zeigen, dass es keine Verschwendung seines Talents ist, in diesem Team jetzt zu fahren. Die Erwartungen des Teams sind, dass man sich relativ schnell gut im Mittelfeld etabliert. Vielleicht wird man sogar das beste Mittelfeldteam oder sogar noch mehr. Ferrari ist bei den Testfahrten auf nasser Strecke sehr wenig gerutscht und war vorne mit bei den Zeiten dabei. Natürlich weiß man nicht, wie es ist, wenn die Strecke trocken ist. Lasermaus ist ein Neuling und er will natürlich beweisen, dass man auch als Neuling direkt um Podeste und Siege kämpfen kann. Wir werden sehen, ob er wirklich bereit dafür ist. Score konnte natürlich nicht ablehnen, dass Ferrari ihn in die Formel 1 holt. Wer würde schon ein Angebot von Ferrari ablehnen? Von Ferrari erwartet man diese Saison gute Leistung. Und wenn es natürlich richtig gut läuft, ist für die beiden Fahrer alles drin. Haas ist beim Testfahrt eher vorsichtig angegangen. Vor allem, weil das Auto ziemlich stark mit Untersteuern zu kämpfen hatte. Ventox möchte Erfahrung sammeln. Und wenn er genug Erfahrung gesammelt hat, will er ab Mitte der Saison angreifen. Ob auf Punkte, Podeste oder Siege, weiß man noch nicht. Calimero erwartet natürlich hart geführte, aber faire Kämpfe um die Punkte und Podeste. Wir werden sehen, ob sie wirklich ziemlich fair sein werden. Das Team erwartet natürlich, dass man das Untersteuern in den Griff bekommt. Und ab dann kann alles drin sein. McLaren ist eines der wenigen Teams, die wirklich Risiko bei diesen Bedingungen eingegangen sind. Und das hat sich definitiv auch in den Zeiten bestätigt. Totti 96 konnte letzte Saison viel Erfahrung sammeln. Und will natürlich, wenn es geht, diese Saison damit ein bisschen um bessere Positionen kämpfen. Poulet Doudé will natürlich viel von seinem Teamkollegen lernen und am besten so schnell wie möglich stärker werden und am Ende der glückliche Sieger zu sein. Die Erwartungen des Teams sind natürlich, dass man gute Ergebnisse reinfährt. Das ist dem Team auch definitiv zu wünschen, der in letzter Zeit schwachen Leistung. Mercedes hielt sich bei den Testfahrten sehr zurück, man wollte den Wagen nicht aus der Leitplanke retten. Außerdem hatte man nur einen Fahrer, den man wirklich einsetzte. Killergurke fühlte sich im Wagen sehr wohl, fuhr sehr viel, zwar etwas zurückhaltend, aber konnte trotzdem mit den Zeiten ein bisschen überzeugen. Das Team sucht natürlich noch einen zweiten starken Fahrer, der das Team direkt helfen kann, gute Punkte zu holen. Wir werden sehen, wie schnell man wirklich einen Fahrer finden kann. Man erwartet natürlich eine sehr schwere Saison, wenn man nicht schnell einen zweiten Fahrer findet. Das ist dem Team definitiv nur zu wünschen. Der Regen machte Red Bull gar nichts aus. Der Wagen war sehr schnell und sehr fahrbar, so wie die Fahrer es ansprachen. Papa Mordor hatte Erfahrung letzte Saison gesammelt. Das Team ist sehr froh, einen Fahrer zu haben, der Erfahrung hat, die dem Team sicher helfen. Aber es reicht natürlich nicht, nur einen erfahrenen Fahrer zu haben. Mit Ricardo konnte man noch einen Fahrer holen, der Erfahrung hat. Das Team freut sich sehr darüber, zwei sehr erfahrene Fahrer verpflichten zu können. Mit dieser Erfahrung kann man definitiv, wenn es etwas schlechter läuft, sich extrem schnell verbessern. Wir werden sehen, ob die Erfahrung notwendig ist.
Renault ist sehr zufrieden mit den Testergebnissen, aber es ist definitiv noch mehr drin, vor allem wenn die Strecke vielleicht trocken wäre. Wir werden sehen, wie sie sich schlagen, wenn die Strecke wirklich trocken ist. Manny kann es gar nicht abwarten, sein Können den anderen Fahrern, den anderen Teams und den Zuschauern zu zeigen. Er hofft, dass die Saison endlich losgeht. Master ist vom Testfahrer von Renault zum Stammfahrer befördert worden. Das will er natürlich mit guten Ergebnissen so schnell wie möglich zurückzahlen. Man erwartet, dass man auf der trockenen Strecke definitiv ebenfalls vorne mitspielt. Wenn das wirklich der Fall ist, ist mit dem Team alles möglich. Racing Point war sehr Risikobereitschaft und man war dadurch sehr weit vorne in der Zeitenliste. Aber natürlich sollte man dadurch, dass Regen war, nicht zu viel hinein interpretieren. Motte kommt aus der Formel 2 vom gleichnamigen BWTA-Team und will hier den nächsten Schritt machen zur Meisterschaft. Herb bleibt weiter der Teamkollege von Motte. Beide fuhren natürlich auch damals im gleichen Team. Wir werden sehen, ob beide sich weiterhin so gut verstehen werden. Mit den beiden Fahrern ist natürlich alles möglich, aber man möchte ihnen natürlich Zeit geben, sich zu entwickeln und Erfahrung zu sammeln. Die Testfahrten von Toro Rosso waren sehr zufrieden. Man ist mit dem Speed und der Fahrbarkeit des Autos sehr zufrieden. Wenn ein Auto im Regen fahrbar ist, ist es im Trocken erst recht fahrbar. Flo kann es nicht ab, wenn man ihn unter Druck setzt. Deswegen hofft das Team, ihn nicht zu sehr unter Druck zu setzen, damit er sehr schnell unterwegs ist. Domi möchte hier so schnell wie möglich um die vorderen Plätze in der Fahrerwertung kämpfen. Wir werden natürlich schauen, ob er das Zeug dazu hat. Man erwartet von Toro Rosso, nicht nur bei Regen weit vorn zu sein, sondern hoffentlich auch bei Trockenheit. Das weiß man natürlich noch nicht. Williams war schnell, aber das Team hatte mit kleineren, aber dafür vielen Problemen zu kämpfen. Man rutschte sehr stark. Wenn man die Aerodynamik noch mal ein bisschen bedenkt, könnte das was werden. Zocker wird vom Team ins kalte Wasser geworfen. Man erwartet sehr viel von ihm. Er soll, wenn es geht, viele Punkte holen, am besten viele Podeste und auch Siege. Pendeldrache kommt aus der Formel 2 und will natürlich zeigen, was er da gelernt hat. Und das so schnell wie möglich. Hoffentlich setzt das Team ihn nicht zu sehr unter Druck. Williams erwartet, die kleinen Probleme schnell in den Griff zu bekommen. Und am Ende möchte man natürlich um die Top 5 Plätze kämpfen.